Grüßt euch, Island, dritter Teil, jetzt wieder zu Hause. Mittlerweile schon 3 Wochen, habe jetzt die ganze Reise so ein bisschen sacken lassen und wollte euch noch ein kleines Resümee geben über meine Island-Reise, ein paar Tipps und Tricks und ein bisschen über meine Ausrüstung, was sich bewährt hat oder was sich nicht bewährt hat. Ja, wie gesagt, 3 Wochen wieder zurück. Mittlerweile habe ich ein bisschen Abstand gewonnen und also ich muss sagen, das Land ist faszinierend, eine wahnsinnig tolle Natur und das sollte man wirklich erhalten. Und da kommen wir dann nachher dann auch auf einen Punkt, nämlich den Tourismus. Ich hatte dort einen Ranger gesprochen, das war ja ziemlich am Ende der Tour, das war am Skoga-Wasserfall und ja, der hat uns erzählt, dass der Tourismus sich jetzt jedes Jahr verdoppelt. Jedes Jahr doppelt so viel. Und das bringt natürlich dann schon große Probleme. Ich habe heute gehört, gestern habe ich gehört, dass die isländische Ministerin gemeint hätte, ja, man muss auf jeden Fall was machen, dass es in gewisse Gebiete vielleicht jetzt die Regelung kommt, nur ein gewisses Kontingent an Touristen jeden Tag hineinzulassen und dass man sich dann anmelden muss. Dass diese Bereiche dann auch Eintrittsgelder erhoben werden, hat sie verneint. Wir werden sehen, was da kommt. Also ich werde auf jeden Fall noch so viel Island mitnehmen, wie es geht, mit ja, so möglichst wenig Touristen. Ja, das Land ist fantastisch. Wir sind dann damals am 1. losgeflogen. Und im Flieger von der Iceland Air kam dann die Stewardess und hat dann jedem Touristen angeboten oder ja, mit Reisenden angeboten, einen Bus zu buchen, eine Bustour zu irgendeiner Sehenswürdigkeit oder einen Bus nach Reykjavik hinein, weil der Flughafen liegt ungefähr 46, 48 Kilometer außerhalb von Reykjavik. Und wir haben uns gedacht, die wollen uns sowas verscherbeln, machen wir nicht. Hätten wir aber machen sollen, zumindest den Bus nach Reykjavik. So sind wir ein bisschen hineingefallen. Es gibt 2 Busse, die vom Flughafen nach Reykjavik gehen. Das eine ist der sogenannte Flybus, der kostet 16 Euro. Und dann gibt es sogenannte Orange Bus, also so orange Busse sind das. Ja, und die haben dann 25 Euro gekostet. Und die sind auch noch viel seltener gefahren. Also wenn ihr nach Island kommt, könnt ihr ruhig den Bus schon mal im Flieger buchen. Wenn nicht, dann beim Hinausgehen sind 2 Stände, also einer von Flybus und einer von Orange Bus, links und rechts, ein bisschen versteckt, müsst ihr schauen. Könnt ihr noch die Busse, die Tickets kaufen, die könnt ihr nicht am Busfahrer, beim Busfahrer kaufen. Und dann nehmt den Flybus, der ist billiger. Ja, wenn ihr dann weiter mit dem Bus reisen wollt, dann gibt es auf jeden Fall diese öffentlichen Busse, die heißen BSI oder BSI Busse und die fahren eigentlich überall rum und da kann man die Tickets natürlich dann auch direkt beim Busfahrer kaufen. Ja, also das wie gesagt, wenn ihr dann ankommt das erste Mal und das noch nicht wisst, habt ihr hier schon mal einen kleinen Tipp bekommen. Reykjavik selber ist also keine schöne Stadt, mir hat es nicht gefallen, meiner Freundin auch nicht. Die anderen Ortschaften, die so den anderen Landesteilen liegen, habe ich noch nicht kennengelernt. Das werde ich jetzt nächstes Jahr. Ich werde übrigens jetzt im März nochmal eine Woche nach Island fliegen, Anfang März, um, ja, wenn ich das Glück habe, Nordlichter zu beobachten und zu fotografieren, zu filmen. Und dann werde ich nochmal alleine fliegen. Mitte Juni ungefähr werde ich eine 20-tägige Trekking-Tour machen, Solo-Trekking-Tour. Das wird am Fatna Jökull sein, südlich davon. Das sind dann ewig viel Gletscher und Gletscherseen und viel Eis und ganz coole Tour, denke ich. Und da möchte ich ein Packraft mitnehmen und mit dem Packraft dann eben dann auch am Meer und an diesen Seen mit diesen Eisbrocken, die da rumschwimmen, dann auch mit dem Packraft zu fahren. Das sind da teilweise auch wirklich 5 Kilometer, was diese Seen im Durchmesser haben. Ja, das ist im Juni geplant, speziell ist Island. Was gibt es noch für Tricks? Ja, also Island soll ja sehr teuer sein. Und das stimmt. Also ich habe mal im Supermarkt geschaut, so ein bisschen Käse, so viel. Da habe ich 2 verschiedene Sorten gesehen. Die eine Sorte hat 6 Euro gekostet, die andere hat 16 Euro gekostet. Also so ein Stück Käse, das ist schon Geld. Und zwar im Bonus. Bonus ist der relativ günstige Supermarkt. Dann gibt es noch den 10-11, also den 10-11 Supermarkt. Und der ist teurer und auch nicht so beliebt. Also wenn ihr einkaufen geht, im Bonus. Und da kriegt man dann das eine oder andere auch mal günstiger. Ja, essen gehen ist prinzipiell teuer,
zum Beispiel Skogafoss war jetzt ganz interessant, da gab es ein relativ teures Lokal und dahinter gab es so ein billiges Lokal, war auch billig eingerichtet mit einem kleinen Souvenirshop. Aber da hat man relativ günstig für isländische Verhältnisse essen können, zum Beispiel Fish and Chips, das waren so zwei, drei große Fischstückchen mit Pommes, haben wir 16 Euro gezahlt und das ist für Island günstig. Also kann man nicht meckern, du kannst das Mittagessen für 16 Euro in Island, kostet normal mindestens das Doppelte. Also das war schon ganz okay. Ja, was gibt es noch zu sagen? Brennstoff, wenn ihr frackingmäßig im Zelt unterwegs seid. Dürft ihr natürlich kein Gas oder Spiritus oder Benzin im Flieger mitnehmen. Wo kaufe ich das? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe auch erstmal rumschauen müssen, also in diesen Bonus- und 10-11-Drogeriemärkten haben sie das nicht. Sondern da gibt es dann bestimmte Geschäfte, also Spiritus und Benzin natürlich an der Tankstelle, auch Spiritus. Habe ich aber selber nicht geprüft, das heißt, das kriegt man an der Tankstelle. Aber es gibt in der Main Street und da geht ihr einfach hin, in dieser Main Street. Da gibt es eine Touristik-Info. Ziemlich in der Mitte und wenn ihr da das dann Richtung, überlegen, Richtung Westen weitergeht, also dann ist diese Touristikinfo auf der linken Seite, dann kommt rechts ein Geschäft, da gibt es alles mögliche, Zangen, Schraubenzieher, Messer, so ein kleiner Outdoor-Laden auch und da kriegt ihr dann Spiritus. Spiritus und Gas ist natürlich teuer, also Gas habe ich nicht gekauft, weil ich mit Spiritus gekocht habe, aber ein kleiner Vergleich. Spiritus kostet in Deutschland 1 Liter ungefähr 1,99. Ich habe dort einen halben Liter Spiritus gekauft für 7.500 Kronen. Jetzt muss man wissen, dass das natürlich eine Menge Geld ist. Nicht? Das sind 12,50 Euro ungefähr. Also ich habe für einen halben Liter 12,50 Euro in Island gezahlt, für einen halben Liter Spiritus. Und hier in Deutschland zahle ich für einen Liter 1,99. Bedenkt das, schweineteuer, nimmt alles mit, was mitzunehmen wäre. Was ihr könnt und das kauft so wenig wie möglich dort ein. Jo, fangen wir an mit der Ausrüstung. Ich hatte meinen Deuter dabei, und zwar das ist der RES 34 Plus. Der hat mehrere Vorteile. Erstmal ist das ein wunderbarer Rucksack zum wirklich bequemen Tragen für meinen Rücken. Dann hat er aber hier noch eine Halterung. Habe ich meinen Dryback dran gemacht, so einen großen schwarzen wasserdichten Sack und habe den hier einfach festgemacht. Aber ich kann ihn auch noch machen. Und dann war hier mein schwarzer Rucksack drin, somit habe ich nochmal bestimmt 20 Liter mehr zur Verfügung gehabt. Und dort habe ich dann alle Sachen gehabt, die wasserdicht sein mussten, also von Reservewäsche angefangen, über Schlafsack war das hier drin. Ja, dann hat er zwei große Seitentaschen. Die sind natürlich auch wunderbar geeignet, um große Flaschen reinzutun. In der einen habe ich eine Trinkflasche drin gehabt, in der anderen habe ich mein Stativ gehabt. Das steht jetzt übrigens da. Das hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Also Stativ habe ich nicht gebraucht, weil ich war im Juni unterwegs. Und im Juni ist es nachts immer wirklich noch so hell, dass ich ohne Stativ fotografiert und gefilmt habe. Also nehmt kein Stativ mit, wenn ihr im Hochsommer reist. Sei denn, ihr wollt im Dunkeln fotografieren und etwas später oder etwas früher reist, dann ja, aber nicht im Juni, Juli braucht ihr kein Stativ. Und wenn, nimmt so ein kleines mit, weil das große, ich habe es wirklich umsonst geschleppt, braucht man nicht. Ja, das zu dem Rucksack, also der hat sich wirklich bewährt, weil er auch hinten, das wollte ich euch noch zeigen, mittlerweile haben das immer mehr Rucksäcke, also ich habe noch einen Nobel gekauft, das ist so ein 30 plus Rucksack, der hat dann vorne einen Reißverschluss und der hier hat am Rücken einen Reißverschluss. Und somit kann ich praktisch von hinten an meine Sachen ran und ich muss nicht als Toploader aufmachen. Ich komme also wirklich ganz unten in die Sachen ran, ohne hier komplett aufmachen zu müssen. Hier ist mein Dryback noch drin, den habe ich also praktisch vorne dann so drauf. Und das hat komplett gereicht. Mit Essen habe ich alles getragen für 10 Tage. Also war so komplettes Essen auch mit drin. Spiritus, alles dabei. Ich habe sogar mehr getragen wie meine Freundin, weil ich zum Beispiel das noch dabei hatte. Das ist mein Infinity Air, ein Windkraftrad. Und ja, ich hatte bloß keinen Wind. Das Ding hat sich leider überhaupt nicht bewährt, aus mehreren Gründen. Erstmal war ich in Island und hatte kaum Wind. Und ja, wir hatten Wind, aber eben ganz normalen und kein Sturm. Und dieses Ding hier geht wirklich nur, wenn wirklich starker Wind geht. Also hatten wir es nicht nutzen können. Der zweite Nachteil von Infinity Air ist, es hat kein Windrad
wo sich dies automatisch dem Wind angleicht. Wenn der Wind sich ein bisschen dreht, dann ist die Sache auch schon wieder gegessen. Und zum dritten Nachteil komme ich jetzt hier so ein Haltering, damit diese Ständer nicht nach oben klappen. Ich habe es so hingestellt, ein bisschen fester, und dann ist mir hier das gleich weggebrochen. Das ist Gusseisen. Ja, scheiße, nur ein bisschen hingestellt, abgebrochen. Tja, also ich kann Infinity Air leider nicht empfehlen. Ich hätte viel drauf gehalten, aber es funktioniert nicht. Es braucht einen Strom, und ich habe nicht dauernd Strom, um Strom zu laden. Tja, ist leicht beschädigt. Also es geht leicht kaputt. Und naja, also weg damit. Dann, was sich gelehrt hat, war, und da muss ich hier auch wirklich Solarwerkshop nochmal loben, ich habe das Ding zum Testen bekommen. Habe das getestet und jetzt habe ich es auch eben in Easter benutzt. Das ist ein 18.000 mAh Akku mit einem, ja, wie ihr seht, aufrollbaren Solarpanel. Das Ding ist echt cool. Und damit haben wir unsere Stromversorgung gehabt. Wir hatten ja relativ viel Sonne, meistens am Nachmittag. Und es hat wirklich gereicht. Wir haben zwei Hauptkameras, zwei Handys, eine GoPro haben wir permanent damit geladen, und es hat gereicht. Ich habe das Ding aufgeladen, mitgenommen, und habe dann, sobald ich Sonne hatte und wir Pause hatten, habe ich es einfach immer hingelegt, und das hat wunderbar gereicht. Also das Ding kann ich euch nur ans Herz legen. Es ist nicht billig, aber es rentiert sich, wenn man längere Trekkingtouren geht, auf jeden Fall. Es gibt noch den kleinen Bruder. Das ist so ein Rutz Power Film, Solar Power 1 heißt der. Der ist dann nur so groß und habe ich jetzt einen Rucksack drin, deswegen zeige ich den gerade nicht her. Den habe ich auch dabei gehabt, aber habe ich nicht benutzt, weil es ein Notauflade ist. Das hat einen 3500 mAh Akku dabei und so einen kleinen Solarfilm, der so groß ist, ja, so der Größe, ein bisschen größer wie das Buch. Und damit kann man ein Handy mal aufladen für die Not. Habe ich deswegen auch nicht benutzt, weil es auch für den Notfall nur war. Aber dieses Teil hier kann ich euch empfehlen, den Powerfilm der Max von Solarwerkshop wird da vertrieben. Also ich gebe euch den Link unten noch rein. Aber das Ding kann ich euch empfehlen. Jo, was ich noch zeigen wollte, ihr kennt ja alle den Feuerwasserfilter, den Mini. Und da gibt es hier dieses Beutelchen. Das Ding ist ultra leicht, und wenn man so eine Möglichkeit haben möchte, so mitnehmen, um ja nochmal Wasser, einen Liter extra mitzunehmen, ist das super, unterwegs zum Auffüllen. Aber, ganz großes Aber, man kriegt kein Wasser rein. Also man muss wirklich immer vorsichtig Wasser reinlaufen lassen, das Ding geht wieder zu, es läuft vielleicht ein paar Milliliter rein und dann schießt sich es wieder. Man macht da hin und her und braucht wirklich eine halbe Stunde, um diesen scheiß Beutel aufzumachen. Deswegen hat sich es bedingt ja, bewährt, man kann es dabei, kriegt auch Wasser rein, aber es dauert halt, ist nervig. Und deswegen habe ich mir was anderes gekauft jetzt, und zwar den Hydropack. Da gibt es hier eine 1 Liter Version und da gibt es noch eine, glaube ich, 2 und eine 3 Liter Version. Und das Ding ist auch zusammenklappbar, hat hier so einen zusammenklappbaren Beutel, passt 1 Liter rein, hat eine schöne große Weitheitsöffnung, und somit hätte ich auch eine Wasserflasche nochmal mit 1 Liter dabei, wo die Flasche selber nicht sehr viel wiegt. Ist ein bisschen schwerer wie der Beutel, aber da kriege ich ohne Probleme Wasser rein. Und damit bin ich schon bei der nächsten Anschaffung, hatte ich nicht dabei. Ein Wasserfilter, den habe ich auch nicht gebracht. Das Wasser in Island ist trinkbar. Das ist also ein super Bergwasser. Es ist sehr kalt, 5,8 Grad Wasser. Temperatur, Schmelzwasser kann man wirklich trinken. Aber es gibt Stellen, wie zum Beispiel eben denn auf den Eyjafjallajökull. Wenn man oben steht auf diesem Bereich, wo 2010 der Vulkan ausgebrochen ist, da hat man eine ganze Weile kein Wasser. Also da sind wir 9 Stunden gelaufen ohne Wasser. Man kann Schnee schmelzen. Man kann Schnee schmelzen, das ist kein Thema, man braucht natürlich den Brennstoff dazu. Und ja, und dann würde ich auch einen Filter nehmen, weil da sind natürlich immer so kleine Partikel drin vom Vulkan, weil immer ist irgendwie so Asche in der Luft, nicht von meinem Ausbruch, aber die liegt ja überall rum und dann geht da ein bisschen Wind. Und dann wird dieser Schnee auch ein bisschen dunkel, man sieht es dann immer. Und deswegen ist so ein Filter nicht schlecht. Und dann habe ich mich hier für diesen Filter entschieden. Das ist der Katadyn Be-Free, und zwar die neue Version hier in der Farbe Tactical. Der gefällt mir aus 2 Gründen gut. Erstmal hat er hier auch eine größere Öffnung, und der Filter, die Rückspülung ist ganz interessant. Ich muss nicht mehr mit einer Spritze gegenspülen, sondern ich tue hier frisches Wasser rein, schraube das zu,
und dann schüttle ich nur. Und so kann ich den Filter wieder säubern und fertig. Bei dem Filter muss man allerdings aufpassen, ich darf ihn nicht unter fließendem Wasser halten, dann geht der Filter kaputt. Aber wenn ich den hier, so ist es auch in der Gebrauchsanweisung angegeben, schüttle ich das ein bisschen, reinige ich ihn wieder, super. Hält 1000 Liter, dieser Filter, und ja, gefällt mir ganz gut. Zum solchen Sachen dann eben auch im Schnee, dann, wenn man ihn dann zu Wasser vermacht, dass man den nochmal filtert, ist wichtig. Ich habe zwei Franzosen getroffen, die haben das mit dem Sawyer gemacht und naja, die haben eine Weile gebraucht. Mit dem geht es schneller. So, Verbandspäckchen. Das war mein Verbandspäckchen. Dem ist nichts passiert, ist alles trocken geblieben, aber ich habe mich dann trotzdem entschieden für diese Version. Da habe ich jetzt hier einen wasserdichten Sack. Und da kann ich dann rein theoretisch auch mit dem Rucksack irgendwo ins Wasser fallen, passiert nichts. Ich habe hier von Autobox nochmal so einen Rollverbandsset drin. Habe das ein bisschen nach meinen individuellen Wünschen ausstaffiert. Ist an sich schon ein bisschen wasserabweisend. Und dann habe ich das hier nochmal reingetan und damit ist das 100%ig wasserdicht und ich kann mit meinem Rucksack schwimmen gehen, absichtlich oder unabsichtlich. Und dann habe ich hier auf jeden Fall mal ein ganz trockenes Verbandssystem. Ja, ich hatte eine Isomatte von Expat, und zwar so eine Ultralight-Mat. Ich weiß gar nicht mal, wie die heißt, ein ganz kleines Ding nur, so 183 lang, ovalförmig, ultraleicht, 400 Gramm schwer. Ja, die ist mir kaputt gegangen. Es denkt ja sicherlich durch einen Stein, weil ich bin ja auf dem Lavaboden gelegen. Nein, Außenmaterial hat gehalten, sondern innen, diese Wölbungen, was so eine Isomatte hat, da sind die Nähte gerissen, zwar innen. Und ich habe eine große Luftblase gehabt und keine Isomatte mehr. Das Ding habe ich 3 Jahre gehabt und in Island ist mir das Ding kaputt gegangen. Jetzt habe ich die Thermarest Neon Air X-Lite gekauft, die wiegt 344 Gramm in der Größe regulär. Ungefähr dieselbe Größe wie ich hatte. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die so alles kann. Ja, das habe ich noch. Ach ja, ich habe nochmal S-Pit ausprobiert. Genau, S-Pit habe ich ausprobiert, auch in der Ultralight-Version. Da gibt es hier so ein Titan, das ist S-Bit-Halter. Nein, das macht er gar nicht, klebt er fest. So schaut er aus, da legt man hier ein S-Bit rein und das ist ultra leicht. Hat sich nicht bewährt. Also Spiritus ist wesentlich schneller. Ich habe das auch windschutzmäßig alles gemacht. Und der Boden der Tasse wird auch viel dreckiger, wenn ich sowas hernehme. Stinkt den ganzen Rucksack voll. Also ich bin absolut Spiritus-Fan. Gas natürlich auch, aber das wiegt dann einfach von den Kartuschen mehr. Man hat wesentlich mehr Abfall, man hat immer diese großen Kartuschen als Abfall. Ja, und deswegen ist S-Bit auch nicht. Was gibt es so an? Abfall. Genau, Abfall nimmt 1, 2, 3 Tüten mit, und zwar richtig robuste Tüten, weil ihr nicht überall Stellen findet, wo ihr den Abfall hinschmeißen könnt. Also ihr müsst dann wirklich wieder in eine Siedlung oder ein Restaurant oder irgendwo hinkommen, um euren Abfall wegschmeißen zu können. Schmeißt ihn ja nicht weg, verbuddelt den auch nicht, weil das verdirbt da sowieso nicht so schnell. Es ist in Island nochmal viel schwieriger, dass das verwittert wie bei unseren Graden. Also lasst das, nehmt das mit, tut es ordentlich klein machen, tut es in eine Plastiktüte rein, macht das an den Rucksack fest, diese Plastiktüte. Haben übrigens alle gemacht, die ich gesehen habe, also ihr bitte auch. Und dann tragt ihr Müll dann irgendwo an einem Campingplatz, das ist meistens irgendein Müllcontainer, und da könnt ihr das dann entsorgen. Ja, das waren so meine Tipps und Tricks für Island. Wenn ihr Fragen habt, tut es mir unten rein. Ich versuche es euch dann zu beantworten. Und ich hoffe, ihr kriegt mal Lust, auch nach Island zu fahren. Aber wie gesagt, denkt dran, der Tourismus wird immer mehr. Seid also pfleglich mit der Natur, benehmt euch ordentlich und dann gibt es auch keine Probleme mit den Isländern. Macht's gut.